Upsala. Okay, jetzt ist eigentlich hauptsächlich bis geradeaus. Jetzt brauche ich nicht allzu viel Lenken. Natürlich nur, um den Autos mal ein bisschen auszuweichen. Noch etwa 800 Meter. Top. Aber ich glaube, wir nähern uns so langsam unserem Ziel. Ja, zu dem Ende des Spiels. No! Alter, was fährt er denn auch gerade da lang? Ich hasse diese Autofahrer hier. Die Autos werden sich auch ein bisschen beschissen. Hui. Ich glaube, die Musik während der Fahrt muss ich ein bisschen aufstellen. Das Mellow Hotel. Hier hat alles begonnen. Wegen diesem Ort ist meine Welt zusammengebrochen. Und wegen Lucky Quinn. Er befahl den Angriff auf mich und meine Familie. Er wird mir sagen, warum. Und danach stirbt er. Ja, wollen wir mal hoffen, ne? Ich bin. Wo bist du? Treffen wir uns. Ich habe immer Geld damit verdient, Infos für andere zu finden. Je schwerer die Infos zu finden waren, desto mehr habe ich verdient. Du hattest ja keine Ahnung. Ich werde das wieder gut machen. Das musst du. Es tut mir leid, Aiden. Clara, was läuft da? Was hast du vor? Belauschen Sie die Quinns Party. Hacken. Es tut mir sehr leid, aber ich warne Sie. Politiker können keine kurzen Reden halten. Bevor ich Bürgermeister wurde, sogar bevor ich ein Politiker wurde, Lucky und ich kennen uns lange. Sehr lange. So wie ich Lucky kenne. Komisch, oder nicht? Nachdem ich ihn so lange kenne, benutze ich erst seit ganz kurzer Zeit den Namen Lucky. Wo war ich? Nicht viele wissen, so gut wie ich, wie groß Luckys Herz ist. Er war großzügig zur Stadt. Und nun erstreckt sich seine Wohltätigkeit um die ganze Welt. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Ich erhebe mein Glas auf Lucky Quinn. Mayor Rushmore, werte Gäste. Vielen Dank, Bürgermeister. Schönen Abend wünsche ich. Danke für Ihre großzügige Unterstützung. Verfolgen Sie Quinn und den Bürgermeister.
Hörst du? Ich will da raus. Glaubst du, ich hätte Zeit für noch mehr Gewinsel? Bandenkriege. Und dieses gottverdammte Auktionsfiasko. Jetzt sind wir beide im Visier. Du wolltest dieses Amt. Jetzt tu deinen Job. Du wirst sagen, was ich vorsage. Deine Männer haben Irak erwischt. Der Bürgermeister bekämpft die Gangs. Rose wäre so stolz auf dich. Wie kannst du? Gib mir das Drecksvideo. Du bist raus, wenn ich es sage. Die Redezeit ist um. Also verlass mein Hotel. Es gibt weit Wichtigeres als dich. Du ruinierst mich. Das lasse ich mir nicht mehr länger bieten. Hörst du mich? Lucky! Soll ich auf das Hotelnetzwerk zugreifen? Auch das auch noch. Okay, da muss ich ran. Hat den Alarm ausgelöst. Das ist der Alarm. Sieh nach, was los ist. Ist nicht mein Problem. Ja, Scheiße, das hätte ich vielleicht später ausdrücken sollen. Sieht euch das bitte mal an. Oder auch nicht. Die Frage ist ja, muss ich irgendwo anders hin? Das ist ja jetzt die Frage. Wo muss ich hin? Fangen es auch wieder auf. Okay. Ein neuer Auftrag. Er nennt mich Amor. Die wollen sehen, ob das CTOS unseren Freund Rushmore nicht verkuppeln kann. Das ist gar nicht so einfach. Wisst ihr, wir sollen eine echte Beziehung für ihn aufbauen. Wer ist da? So, wenn er jetzt vorbei läuft. Tja, es ist merkwürdig. Aber ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Soll sich doch sonst wer drum kümmern. Was? Was ist das für ein Geräusch? Das tut doch nicht zur Sache, mein Freund. Das tut doch nicht zur Sache, was das für ein Geräusch ist. Na, drehst du dich jetzt mal gefälligst um? Sieh mal an, wir rufen also Verstärkung. Thank you.
außer Reichweite. Na gut. Aber die ist nicht außer Reichweite. Verstärkung deaktivieren. Top! Dann muss ich bloß noch die Verstärkung von ihm deaktivieren. Oh, dreckiges Hurendrecksding! Verfluchter Scheiß! Den haben wir auch gestört. So, ob ich jetzt aber langsam rein muss oder so? Ich glaube ja, ne? Lass mich doch mal da durch. So, jetzt muss ich eigentlich bloß noch reinkommen, ne? Ich glaube, ich sollte hier hinter Entdeckung gehen. Das ist, glaube ich, sicherer für mich. Nur nach und nach mal ein bisschen ein paar ausschalten. Obwohl sie ja noch nicht wissen, wo ich bin, ne? Köder? Nein. Verdammt. Schnauze! Das geht schon am frühen Morgen los, ne? Ton aus. Komm, stell her den Schatz. Man kann nie wissen, wann man es braucht. Zählt der Schuss? Ich gehe lieber noch mal raus.